So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das sind so Wundertütengeschichten, die ich selten mache. Aber trotzdem mache ich sie, weil ja immer wieder ein paar Klicks auf solche Videos sind und dann immer wieder so kleine Kommentare, mehr davon. So, und deswegen öffne ich hier nochmal 5 LOL Surprise Wundertüten. Zwei Hefte, zwei Extras. Ihr seht, aber die Extras sagen mir nicht wirklich viel was. Den einen oder anderen, ja, Plastik, Humbug, Schreibutensilien gehen ja noch. Alles andere wirklich nein. Aber es gibt hier bei uns in der Nachbarschaft kleine Mädchen, die stehen auf LOLs. Und deswegen mache ich hier nur das Video, ich mache sie auf, pack für die alles wieder schön zusammen und dann bekommen sie von mir. Also, so eine LOL Surprise Wundertüte kostet 6 Euro, ist die Nummer 1. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt hier 5 Stück in diesem Video und ich hoffe natürlich, dass ich viele verschiedene Sachen ziehe, finde und euch präsentieren kann. Und dann schreibt ihr mir in die Kommentare, ah, die Wundertüte ist gut oder Mist. Mehr möchte ich gar nicht lesen. Gut oder Mist? Ganz einfach. Aber nichtsdestotrotz fange ich sie jetzt an zu öffnen und zu zeigen. Rückseite, lecker. Vorderseite, ey, was ist das denn? Okay, das ist das Magazin 6/2021. Ein Bleistift, kann man immer gebrauchen. So ein Wappen, ein, ja, was ist das? Schreib, also so ein Buch, wo man reinschreiben kann. Ein so ein Bleistift-Etui, Filzstift-Etui oder so, wo man so reinschmeißt. Das kriegen natürlich gleich immer, die freuen sich immer, wenn sie sowas kriegen. Wichtig, Bleistift ist immer cool. Lasse ich deswegen eingepackt, weil die freuen sich immer, das auszupacken. So, dann haben wir hier was Weiches dran. Dann hier was zu basteln. Mit die LOLs und es ist vorne dran. Was ist da denn drin? Das ist das Magazin Nummer 3 2021. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Das ist schon ewig her, ist klar. Das hatte ich, glaube ich, auch angeboxt. Das sind so kleine Geschenktüten. Da ist immer was anderes drin. So, möchte ich natürlich jetzt nicht aufmachen. Oder ich mache sie auf. Ich mache sie auf und tue es nicht dabei, dann war es auch nicht drin gewesen. Psst, aber sag das nicht weiter. So, es sind hier, wie ihr seht, einmal, zweimal, dreimal, viermal, 5 kleine Geschenke. Fangen wir jetzt mit das Kleinste an. Es ist... Muss ich doch eine Schere nehmen? Hoffentlich mache ich nichts kaputt. Aber ich hatte sie schon mal angeboxt, ist lang, lang her. Hier ist drin ein Radiergummi. Cool. Jetzt machen wir mal das Größte auf. Och ja, ein Bleistift. Ein Bleistift. Ah, mit so einem Pümpel. Oder wie die heißen. Ins Teufel. Keine Augen dran. Ne? Witzig. So, dann wieder zu das Kleinste umschwenken. Hier ist drin ein Haargummi. Was heißt Gummi? Ist es weniger? Das ist mehr so ein... Oh, seht ihr? Das zieht sich auch ganz schlecht wieder zusammen. Also für die Haare ist das wahrscheinlich nichts. Und dann ist es gedreht. Tut noch weh. Dann haben wir hier. Das sieht doch aus wie so ein kleiner, ja, Papierblock. Ein Papierblock. Und einmal. Ein Schlüsselanhänger, stimmt. Ja, und ich habe es schon mal angeboxt. Aber das ist schon verdammt lange her. Seht ihr, das ist ein Schlüsselanhänger mit so einem Bümpel dran.
Das kann man natürlich abgeben, Bleistift auch, die werden sich bestimmt freuen. Aber ich habe eins ausgeplappt. So, kommen wir nun zum zweiten LOLs. Wundertüte. Na, Rückseite kennen wir. Ach, freuen sich, habe ich einmal nochmal eingepackt. Und hier habt ihr ja schon gesehen, ein paar Sticker, eine Perlenkette, extrem hochwertige Perlen, richtig was wert, scherzweise. So ein Diadem und eine Brille. Dritte LOL. Kennen wir schon. Ja, der Bleistift. Brauchen Sie nicht drum streiten, kriegt fast jeder einen Bleistift. Und, oh, auch ein neues Magazin. Es ist ziemlich schwer. Es ist, Bleistift. Mit Sticker, auch wieder so ein Buch dabei und ein Bleistift. Okay, der Stern ist kaputt. Das packe ich lieber mal aus, weil das müssen die ja nicht gleich sehen. Oder seht ihr, ist kaputt. Also da hole ich gleich den Bleistift nur raus. Alles andere sollen die dann selber rausnehmen. Das andere schmeiße ich weg. So, jetzt habe ich hier die leere Tüte. Alles mal eben separat in so eine Tüte reinpacken. Aber kommen wir natürlich jetzt zur vierten. LOL, Wundertüte. Ja. Warum müssen die heutzutage noch so viel Plastikschrott herstellen? Das ist doch schöner, dann lieber einen vernünftigen Preis, wo eine Figur, ein Stofftier drin ist, was man gebrauchen kann, oder so Sammelfiguren. Oh, schaut mal, dann gibt es auch nicht so viele Wiederholungen. Okay, die Bleistifte, aber die Bleistifte, die vermehren sich hier bei mir. Und oh, die Rückseite kennen wir doch auch schon. Die kennen wir. Aber dann freuen sich alle über die kleinen Geschenke, die so kleine Mädchen sind. Aber wie kann man das wirklich? Ja, halte ich mich raus. Aber jetzt kommen wir natürlich zur fünften und letzten LOL Surprise Wundertüte. Nummer 1 für 6 Euro. Preis-Leistung, meine Meinung, stimmt absolut nicht. Aber ihr schreibt mir eure Meinung, das steht schon mal fest. Weil die stimmt nicht bei diesen Sachen. Obwohl ja auch die eigentlichen Magazine, was kosten die? Können wir jetzt mal drauf gucken. Oh, die eigentlichen Magazine kosten 4 Euro. 6 Euro dann für so eine Wundertüte, okay. Der ein oder andere LOL Surprise Sammler, der die Magazine hat, ärgert sich natürlich dann, wenn man das Gleiche drin hat. Ich verstehe es. 2 Euro gespart ist eigentlich gespart, aber nicht 2 Euro gespart von uralten Sachen, die man sowieso hat. Aber wie gesagt, ist meine Meinung. Und oh, schaut mal eine Rückseite, die wir noch gar nicht hatten. Es ist vorne dran. Diadem, Perlenkette, Brille und Sticker. Cool. Nein, Scherz beiseite. Also, ihr habt es jetzt gesehen, Tendenz, sehr viele Bleistifte. Zweitens, jetzt ganz ehrlich, unter euch Fans, wie findet ihr die LOL Surprise Wundertüte? Also ich muss sagen, Preis-Leistung stimmt nicht. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Aber trotzdem werde ich irgendwas von LOL Surprise unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Günstig, ich gucke, wo es Rabatte gibt. Hauptpuppen sind Stofftiere, Spielzeug, weiß ich nicht, gibt ja auch so viel davon. Aber ich bin jetzt ehrlich gespannt auf eure Meinung. Das ist wichtig. Und ihr wisst ja auch, was viel wichtiger ist. Bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.